Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel, es ist Freitag, der 5. April und wir haben 17.45 Uhr. Xetra ist zu, in diesem Clip geht es wieder mal um den DAX. Das ist eine interessante Geschichte hier momentan. Die Überschrift könnte ich eigentlich machen wie zum Beispiel mit Angst nach oben. Ich habe das bei mir auch festgestellt, ich hatte auch mal einen kleinen DAX-Long, ich habe mich nicht wohlgefühlt damit, muss ich ehrlich sagen, auch wenn er da ein bisschen gestiegen ist, das war okay. Ich habe den nicht hier unten gemacht, ich habe den hier gemacht, aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Aber das muss ja nichts heißen, für andere fühlt sich das vielleicht wesentlich besser an, aber ich habe damit so ein Problem. Wie sieht es rein vom Chart aus? Die Bänder gehen auf, nach oben und nach unten. Die gehen zwar nicht so steil aus, wie wir das hier hatten im Februar letzten Jahres, ja, oder hier hatten wir das auch. Die gehen nicht so steil auf, aber sie öffnen sich deutlich. Wir handeln den dritten Tag hintereinander und schließen oberhalb des oberen Bandes. Das ist positiv. Gleitende Durchschnitte. 10 ist durch 20 nach oben. Positiv. Jetzt nehmen sich nächste Woche die 200-Tage-Linie vor. Das ist nicht unbedingt eine Zeiteinheit oder ein Cross, auf den ich schaue. Aber ich weiß, dass da schon das eine oder andere Computerprogramm das gerne zur Kenntnis nimmt, wenn eine 10- oder 20-Tage-Linie durch die 200er nach oben oder unten geht. Das ist hier. Fein soweit. Das MACD, positiv. Ist doch hastig, hoch, aber immer noch positiv. Ich habe hier momentan nirgendwo ein echtes Verkaufssignal. Widerstände, die muss ich nennen, habe ich hier in diesem Bereich 12.100. Das kommt auch von hier hinten. Das war der Februar letzten Jahres. Ging über den Juni rein in den August. Diese Linie ist also eine altbekannte 12.100. Das ist der erste Punkt, den ich interessant finde. Und der zweite, Sie sehen hier, ich habe die Fibos angelegt vom All-Time-High runter bis zu dem Tief im Ende Dezember. Und wir haben diese Woche das 50er Retracement, sprich die Hälfte der Bewegung, was wir hier verloren haben, haben wir zurückerobert. Das 50er Retracement, das haben wir geschafft. Und von Fibonacci gibt es das nächste bei 12.321 oder 20, je nachdem wie spitz Ihr Bleistift ist, 12.320. Das ist der nächste Punkt. Also nochmal die 12.100 durch den Chart, die 12.320 durch Fibo. Ich habe den Eindruck, und das zeige ich Ihnen mal anhand von dem 4-Stunden-Chart, dass es wesentlich einfacher ist, diesen Markt short zu gehen, als ihn long zu gehen. Also das ist jetzt eine Kerze, 4 Stunden. Und was ist das Ding gerannt? Sensationell. Und jetzt bildet der hier oben so einen kleinen Deckel. Ja, wir haben jetzt gerade eben sogar eine Art Shooting Star, den nehme ich jetzt noch nicht so ernst. Tatsächlich ist es doch so, dass es viel einfacher zu sagen ist, mein, siehst du den Deckel hier, der geht da einfach nicht rüber, das sind 7 Kerzen, die wir haben, gehe ich mal short. Das ist viel vom Kopf her viel leichter, als wenn ich sage, weißt du was, nach der Bewegung macht er nur eine Seitwärtsbewegung, das Ding geht gerade mal weiter. Das ist schwieriger. Ja? Das ist also deswegen, was er am Anfang sagte, mit Angst nach oben, das ist begründe ich hiermit. Ja. Hier sind wir also ein bisschen negativ, ja, über die 4 Stunden. Der hat jedes Recht an der Pause. Das waren jetzt 700 Punkte in sehr kurzer Zeit. Das darf er machen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich gehe mal wieder zurück auf den Tag, dem Jungen fehlt die letzte Meile. Die letzten 100, 200 Punkte, die fehlen ihm noch hoch. Die Shorts, die jetzt hier frisch aufgebaut werden, und ich habe den Eindruck, das sind doch einige, die müssen erst raus. Erst dann kann es fallen. Das ist so, aber das ist ein Gefühl. Das kann ich technisch nicht begründen. Wir haben diese Geschichte mit China und jede vierte Schlagzeile ist mehr oder weniger, die stehen kurz vor einer Einigung und alles wird ganz toll und epochal und wie auch immer, der Markt erwartet eine positive Einigung. Und ich befürchte allerdings, dass diese positive Einigung hier irgendwie schon in den Kursen eskomptiert ist. Deswegen würde ich mich nicht wundern, wenn, wie auch immer diese Einigung aussieht, der Markt vielleicht nochmal kurz hochzieht, aber dann ist das dieses klassische Sell on Good News. Also wenn die Nachricht rauskommt, wie auch immer die dann lautet, kann ich mir vorstellen, ein bisschen hoch. Ja, aber dann fehlt ja dem Markt so eine Art Haken oder eine Karotte, an der er sich weiterziehen kann. Und deswegen glaube ich, wenn diese Meldung kommt, dann werden wir eher mit tieferen Kursen zu tun haben als mit höheren. Kurzfristig bestimmt höhere, aber ein bisschen längerfristig tiefere, weil dem fehlt einfach das Lockmittel. Ich gehe mal mit euch in die Scheine.
Also ich für meinen Teil halte mich hier im Index selbst ziemlich zurück. Das war ein einziger Trade in dieser Woche im DAX und der also auch mit sehr, sehr ungutem Gefühl, auch wenn er positiv war. Ich halte mich im Index zurück. Ich finde nach wie vor die Einzelwerte, sowas wie Thyssen oder auch Commerzbank und selbst eine Bayer, bei denen das Band wieder gedreht hat, das ist für mich offensichtlicher. Ich verbinde ungern die Worte einfach und Börse in einem Satz miteinander, aber ich halte es zumindest einfacher, die Einzelwerte zu handeln, als momentan den Index selbst. Ja, aber das ist auch, muss jeder selbst entscheiden. Wenn ich der Meinung bin, und ich kann das verstehen, wenn das einer ist, dass wir die letzten Meilen im Sinne noch 100 Punkte hier auf die 12.100 oder vielleicht sogar auf das 61er Retracement machen, dann muss ich mir auch nach wie vor nicht hier unten irgendwie einen Schein suchen, sondern ich nehme einen, der unterhalb der 200, der 10er und der 20 Tage liegt. Hier. Und da komme ich auf den Freund hier. Das ist eine 11.593er Option. Hat momentan einen Hebel von rund 30. Ist von Goldman Sachs die GA4ALJ. GA4ALJ. Ich sehe keinen Grund, warum wir hier runtergehen sollen. Das heißt, 11.593, ganz grob, 11.600 ist nicht zu weit weg, hat einen anständigen Hebel, gefällt mir als Option. Bei dem Putz muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Und zwar, ich habe, wie gesagt, hier diese Marke bei 12.100 und ich habe eine bei 12.320. Ich nenne eine, die hier drüber ist, bei 12.400. Und da habe ich gleich diese hier, hat auch einen fast 30er Hebel, momentan 28,91, 12.420. Das gehört für mich definitiv auf die Watchliste und das will ich mir dann anschauen, was wir hier machen bei der 12.100, was, wenn wir da hochgehen. Wie verhält sich der Markt dann da? Was macht er da? Hat er da immer noch Speed? Hat er immer noch Impuls, Momentum oder bremst er dann da oben ab? Deswegen jetzt ein 12.100er oder 12.150er zu nehmen, der wäre mir definitiv zu heiß. Dieser Schein, den ich jetzt hier nenne, hat also eine 12.420er Basis. Damit sind wir hinter diesem 61er Retracement. Es ist schon weiter weg, aber ich finde den Hebel von 30 absolut vertretbar. 12.420, das ist von Goldman Sachs die GM5. Berta X7, BX7, GM5, BX7. Ein Open-End-Schein, genau wie der vorangenannte. Beide gehören auf die Watchlist. Ich will wissen, was macht der Freund, wenn er es schafft bei 12.100. Weil dann habe ich nämlich auch, wenn er dann hier oben abprallt, habe ich mit dem 12.400er, oder in diesem Fall 12.420er, auch eine ganze Menge Spaß. Ich glaube, es steht eine sehr interessante Woche bevor. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye, ciao.